Ein herzliches Willkommen, meine lieben YouTube-Freunde. Danke und cool, dass ihr hier einschaltet bei MacMo bei einer weiteren Folge Song of Horror. Leute, ja, letzte Folge, was soll ich sagen? Reinste Katastrophe, oder? Zwei Leute gestorben. Es sieht echt kacke aus. Ich frage mich, ob die überhaupt noch zurückkommen. Tja, und wir sind immer noch im Antiquitätenladen und versuchen irgendwie zu überleben. Servus, Leute. Keine Ahnung, ob wir es schaffen. Wir sind gerade in der Wohnung von diesen komischen Färbertypen. Ja, und schauen uns da um. Ich musste das letzte Mal abbrechen, weil die Rätsel, die wir da hatten, so lange gedauert haben. Das war echt verrückt. Und ja, jetzt endlich können wir die Wohnung weiterkunden und werden wir auch sofort, sogleich machen. Ja, genau. Wir sind hier. Ich kann jetzt nicht sagen, was wir schon angeguckt haben. Das haben wir angeguckt. Genau, das Brett auch. Hier können wir uns verstecken. Da sind Bücher. Ich glaube, wir haben uns hier schon umgeguckt. Ja, doch. Sieht so aus. Also wir haben uns da umgeguckt. Hier gibt es eine Versteckmöglichkeit. Ja, das wird Zeit, dass wir rausgehen und die nächste Tür überprüfen. Ach ja, und wir haben ja auch einen neuen Schlüssel jetzt. Diesen Cthulhu-Schlüssel vom letzten Mal. Da ist er. Erica Färber-Schlüssel. Mal sehen, was wir dadurch noch aufkriegen. Ich frage mich, wozu wir dieses Peroxid brauchen. Moment, erstmal reinlauschen. Nein, da scheint wohl nichts zu sein. Und vor allem, wir haben nur noch zwei Charaktere. Ah, da ist das Fotostudio. Eine alte Kamera, ich bezweifle. Aha, ja, ja. Was sehen wir hier? Schemen. Oh, da haben wir aber schon was gesehen, finde ich. Das ist ja krass. Seht mal das Bild unten links, da sehen wir sogar irgendwelche Köpfe, die da aus der Tür gucken. Dort bei den anderen sieht man nur Schemen von Dunkelheit. Richtig konkret ist nur links unten, finde ich. Nö. Aha, Chemielabor. Ah, wir haben Peroxid. Moment, Leute. Hm. Das ist krass, ne? Also da steht nichts, aber du siehst einen Schatten am Boden. Das ist schon krass, finde ich. Sehr mysteriöses Foto da oben. Ja, schwer zu sagen, was man da sehen kann. Was haben wir hier? Oh ja, das mit dem Duschvorhang ist eindeutig. Da, naja, kannst du viel sehen. Aber so, haben wir gar nichts hier, was wir mitnehmen können? Chemikalien zum Entwickeln von Fotos, eben. Ja, es ist nicht billig, klar. Ja, Moment mal. Sind hier nur die Fotos zum Anschauen? Ich glaube, ja. Keine bedeutenden Hinweise, ne, damit wir hier weiterkommen. Schade, wenn wir jetzt rausgehen, gibt es um das Eck nochmal drei weitere Türen. Okay, krass. Na dann raus mit uns. Was hier? Reinlauschen. Nein, da können wir rein. Ich meine, mir ist jetzt auch klar, warum so ein Spiegel, warum die alle kaputt sind. Wir haben das eine Mal, das letzte Mal in den Spiegel geguckt und waren sofort tot. Schlag von innen. Das ist doch genau die Geschichte, die er erzählt hat. Dass jemand von innen da drauf geschlagen hat und dann ist er erwacht. Hm. Hm. Hier ist nichts. Schade. Moment, was ist hier denn? Ja, wo sie sein könnte? Ja, gute Frage. Sie wurde ins Dunkel gezogen. Da können wir rein. Bilder. Hier ist gar nichts. Okay, egal. Aber wer hängt schon Bilder in einer Toilette oder im Bad auf, oder? Macht das jemand von euch, Leute? Oh nein. Da ist das Ding. Gott sei Dank kann ich mich an die Mechanik einigermaßen erinnern. Ich habe nichts gemacht. Was soll das? Hä?
kann nichts machen. Jetzt hat es uns. Das war ein Riesenfehler von mir. Okay, es geht. Das war so knapp. Ich habe es kurzzeitig überhaupt nicht mehr geblickt. Ich dachte, was ist denn das für ein Kreis? Und dann kam es nochmal näher. Jesus. I wasn't trained for this at the academy. Was, Police Academy oder was? Scheiße, war das übel. Moment, was ist da für ein Puzzle? Da ist ein Puzzle. Vielleicht müssen wir da nochmal in dieses Foto-Ding. Ah, vielleicht brauchen wir da die Moment. Boah, trotzdem, ich bin immer noch ganz schön. Das Ding taucht einfach auf, ne? Hier ist nichts. Pass auf, jetzt sterbe ich wieder. Police, open the door. No way. Also von hier nicht. Von hier kommen wir nicht ran. Moment, ich muss noch mal ins Fotostudio. What the? Da hängt lauter Galgen. Wie verrückt. Was geht denn jetzt ab? Jetzt geht's aber richtig los. Was ist hier? Hier ist irgendwas. Können wir irgendwas tun? Ja. Ich kann nicht interagieren. Warum? Um ein Foto zu entwickeln. Warum auch immer. Egal. Was haben wir denn eigentlich hier gefunden, wenn ich mir so überlege? Ja, die hängen jetzt hier, unglaublich. Wir haben diesen Schlüssel gefunden. Ja, weil wir das, den Deckel... Also wir haben hier etwas, aber das kann ich nicht benutzen anscheinend. Egal, vielleicht finden wir später noch etwas. Wir können hier nichts weiter machen. Wir kommen da nicht rein. Hier ist eine Versteckmöglichkeit, die wir nutzen können. Wir gehen jetzt mal in die andere Tür. Nämlich hier hin. Falls das geht. Das ist safe, glaube ich. Blaulicht hier. Eigenartig. Oder Schwarzlicht, meine ich doch. Was ist da? Was hat Färbe in diesem Gemälde gesucht? Er hat's ausgesteckt. Warum denn? Hä? Oh, shit. Die Dunkelheit kommt. Moment. Gut, es war jetzt zufällig, dass ich drauf gedrückt habe. Wir gehen raus. Geradeaus. Links. Hallo. Wer läuft nicht? Halt. Geh endlich raus. Ist der Alarm. Geh mir rum. Du hast keine Ahnung. Und du rennst nicht. Das war knapp. Kommt das altbekannte Spielchen jetzt? Glaube ich schon. Ja, das ist das altbekannte Spiel. Jetzt wird er nochmal angegrapscht. Gut. Er hat schlechte Zähne. Junge, was hast du getrieben? Police training didn't prepare me for this. Oh mein Gott, jetzt hängen hier immer die Galgen, ey. Vielleicht gab es da drüben auch eine Versteckmöglichkeit, aber ich habe jetzt in der Panik einfach mal gar nichts gemacht. Ich wollte nichts mehr dort untersuchen und das suchen, sondern ich wollte jetzt einfach nur schnell einen bekannten Ort flüchten. Gut. Okay, die Encounter werden mehr. Er nimmt die. Brauchen wir die?
Wir haben die Schwarzlichtglühbirne bekommen. Anscheinend brauchen wir die. Ist halt witzig, woher weiß der Charakter, was wir brauchen oder was nicht, oder? Das Spiel weiß es oder nimmt es das? Natürlich irgendwo Quatsch. Ja, jetzt, was ist denn da? Ich kann das nicht untersuchen. Wie komisch ist das? Oder ist das hinten im Regal? Doch, ist im Regal. Ach so, ist eh nicht wichtig. Irgendwelche historischen Romane. Die ist ein Monat alt, die Zeitung. Wow. Aha, was steht hier? Von wem ist das? Ah, vom Harscher. Lieber Isaac, ich hoffe, es geht dir besser oder dass du dich zumindest etwas beruhigen konntest. Ich weiß jetzt, wer die Spieluhr gemacht hat, aber... Oh, er ist vor Jahren gestorben. Sein Name war... Ah, Legrand. Argos Legrand. Sobald ich mehr herausfinde, werde ich es dich wissen lassen. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, die Spieluhr zurückzugeben. Wenn du noch die Auktionsliste hast, kannst du sicher den ehemaligen Besitzer ausfindig machen. Ich glaube, dass es besser geworden ist, seit ich dir die Spieluhr zurückgeschickt habe. Ja, ich bin mir sicher. Ich hoffe, dir geht es gut. Tja, irgendwie stimmt das ja wohl nicht ganz, oder? Gibt es eine Rückseite? Nö. Weil er ist ja dann auch verschwunden, nicht wahr? Hm, nervös und aufgebracht. Naja, das kann ich mir vorstellen. Ein Kerzenhalter. Naja, okay. Warum rennt er jetzt? Warum rennt er? Ich habe nicht gedrückt, dass er rennen soll. Wir wissen, dass Rennen auffällig ist, nicht wahr? Wir hatten hier schon zwei Begegnungen. Nein, da können wir. Vielleicht echt Chemikalien hier finden? Okay, alles halt so liegen gelassen worden, ne? Oh Gott, hier schimmelt's, ey. Da ist was. Was? Rückseite haben wir nicht. Lesen wir vorne. Liebe Tochter, ich habe versucht, die Schlüssel für dich zu ordnen. Die in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Ich hebe sie nur für den Fall der Fälle auf. Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlösser. Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören zu den Geräten und Apparaten im Laden. Die runden und dreieckigen silbernen Schlüssel sind die Kopien, die du für die alte Vitrine angefertigt hast. Was soll das? Vielleicht finden wir noch viel mehr Schlüssel. Völlig verrückt. Ich habe sowas nur in Häusern von Drogenabhängigen gesehen. Schrecklich nervöses Gute, ey. Todesangst wohl eher. Vielleicht kann man auch nicht aus der Wohnung raus. Der nächste Encounter. Warum rennst du schon wieder, du komischer Polizist? Okay, hier ist ja gar nichts. Wir hatten hier nur eine Info, ansonsten gibt's nichts. Schauen wir, dass wir hier rauskommen. Wirklich wahr. Die Wohnung wird immer unheimlicher. Hör auf zu rennen. Er will schon wieder rennen. Ich weiß nicht warum. Hier ist doch die Tür, ne? Ja, hier geht's raus. So. Die Türen hier können wir nicht öffnen. Mm-mm. Genau. Wir können auch nicht interagieren. No. No. Übrigens, das ist ja auch ein spanisches Entwicklerteam. Habe ich noch gar nicht erwähnt, dass das Spiel gemacht hat. Warum rennt er jetzt? Er rennt jetzt ständig. Warum rennt er jetzt auf einmal? Weil er Angst hat? Jetzt muss ich darauf achten, dass er langsam läuft. Dieser Typ. Okay, wir sind da. Wir gehen jetzt raus, würde ich sagen. Wir gehen raus. Ja, wir gehen raus. Also hier. Ist er deswegen auffällig? Weil er immer automatisch rennt? Aber das hat er doch am Anfang nicht gemacht. Ich finde es voll eigenartig. Und was passiert, wenn ich jetzt renne noch drücke? Gar nichts. Der rennt genauso schnell. Jetzt hat er aufgehört. Na egal. Moment. Okay, hier sowieso nicht. Okay, die Türen innen könnten aufgehen. Was mich aber viel mehr interessiert... Hä? Jetzt rennt er nicht mehr. Das war, glaube ich, ein Bug. So was Dummes. Es geht auf. Oh, okay. Lauschen.
Ich glaube, ist okay. Nichts Hilfreiches zu finden, sagt er. Was ist das? Butan, Popan, Popan, Bobam. Benzinkanister sogar. Sieht wieder sehr heruntergekommen aus hier. A, B, C. Bitte? Aha. Also mit den Schlüssen kommt man hier nicht weiter. No way. No way. Ich muss es trotzdem probieren. Auch wenn es nicht funktioniert, ich muss es tun. No. No. Haben wir nicht noch einen anderen? Nö, haben wir nicht. Das heißt, wir kommen hier auch nicht rein. Und wahrscheinlich in einem anderen Gebäude auch nicht, tippe ich mal. Okay. Wir müssen sowieso in den ersten Stock. Da war doch irgendwas am Boden. Oder ist das das Fahrrad? Ja. Ich kenne Hippie-Kommunen, die sauberer sind. Okay. Jetzt guckt er wieder raus. Da müssen wir nämlich hin. Wir müssen die Kurbel finden. Ja, jetzt, das ist echt sehr nervig, ne? Sehr konstruiert jetzt auch. Du musst dahin, aber du kannst nicht dahin. Du musst erst die Tür. Dann in der Tür gehst du hoch. Nein, die Kurbel ist weg. Du musst erst die Kurbel finden. Ah, um die Kurbel zu holen, brauchst du wahrscheinlich irgendeinen bestimmten Schlüssel. Also, es tut mir leid. Das ist so nervig. Das ist, wirkt sehr konstruiert jetzt. Ja, und jetzt gehe ich wieder das ganze Schloss, Stockwerke ab und es ist nichts. Nee, ich gehe gar nicht hoch, oder? Oder doch? Ich gehe hoch. Ich will einfach gucken. Wo finden wir jetzt diese Kurbel? Oh mein Gott. Also das ist wirklich super konstruiert. So nervig, echt. Tja, dann melde es doch deinem Chief Master. Ja, okay. Okay. Das sind die gleichen Dinger. Ich glaube nicht, dass wir hier rein können jemals. Weil, wie viele Wohnungen sind das bitte? Tja, das ist schon richtig, dass wir hier im ersten Stock hin müssen. Problem ist aber, dass wir das nicht können. Weil da eine Kurbel fehlt. Ist ja genial. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Wir haben ja nichts. Können wir vielleicht die Waffe als Kurbel benutzen? Schlage einfach die Scheibe ein. Ah, Mann, Alter. Tja, die müssten wir finden. Ich muss mich wieder umschauen. Aber gut, wir haben noch ein paar andere Türen, die nicht aufgingen. Und wir haben einen neuen Schlüssel. Das müssen wir alles überprüfen. Tja, wenn man das alles weiß, würde das ja so viel schneller gehen, nicht wahr? So, dort hinten ist eine Tür, die ist verschlossen. Wir könnten ja schon Block 2 probieren, ob der Schlüssel da passt. Ich glaube es ja aber nicht, aber probieren müssten wir es mal. Stimmt, und wir könnten noch mal hier reingehen. Da ist auch noch, oh Gott, da ist dieser schreckliche Bereich. Ah, aber vielleicht geht die Tür da auf. Also wir müssen auch irgendwelche Chemikalien finden für die Entwicklung, ne? Ja, hier gleich rein. Für die Entwicklung des Fotos da oben in der Wohnung. Keine Ahnung, was man da für Chemikalien braucht. Also ich bin ja kein Experte. Okay, probieren wir einfach mal eine. Wenn die nicht geht, werden die anderen auch nicht gehen, höchstwahrscheinlich. Okay, nee. Wir gehen wieder. Vielleicht ist in einer dieser Wohnungen eine Kurbel. Möglich wär's. Was ist da überhaupt in diesen Schuppen? Tja, bedeutet, wir gehen jetzt, wir gehen da hinten rum, denke ich mal. Ja, wir gehen hinten rum. Hier ist hoffentlich nichts, da habe ich nie so genau geschaut, nee. Hier durch, ja. Hier ist wohl nichts mehr, oder? Ich hab vergessen, was da war. Deswegen wollte ich nochmal schauen.
Kommt jetzt wieder der Typi. Also hier ist irgendwas Böses. Wirklich wahr. Hier klingt es definitiv, das ist der Ursprung des Ganzen. Da kommt es einem vor. Was heißt los? Also kaum nehmen wir uns wieder hier diesen Schmarrn, wird es wieder ganz übel. Da ist nichts. Sowieso, was war denn da drüben nochmal drin? Hier, direkt gegenüber, meine ich. Da war ja der Schlüssel, das weiß ich ja noch. Aber was war hier noch? Ach, eine Versteckmöglichkeit. Glaub den Rest haben wir eh schon. Egal, jetzt komm. Hier ist erstmal nichts. Aber wir sind hier in der blöden Region. Das ist erst Episode 2. Meines Wissens gibt es 5, soweit ich weiß. Habe aber auch gehört, dass, das habe ich irgendwo gelesen, dass bei diesem Spiel... What? Hä? Hier ist Wasser. Ja, dann kommen wir hier nicht rein. Das ist jetzt ein Phänomen. Man? Der stirbt doch jetzt, oder nicht? Oh nein, nicht der Nächste, der jetzt stirbt. Was ist hier los? Das ist ein ganz übles Kapitel. Ich wollte nur sagen, es ist Episode 2 und wir haben schon Probleme. Die sterben uns hier weg. Es geht nicht. Es gibt, glaube ich, 5 Episoden. Wie krass wird das denn noch? Ich meine, ich habe die Schwierigkeitsgrad, ihr habt es gesehen, auf Edgar Allan Poe. Also fast der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Das war aber so voreingestellt und das lasse ich in der Regel auch immer. Aber so langsam frage ich mich, ob wir das vielleicht nicht runterstellen sollen, sonst können wir dieses Let's Play vielleicht nicht beenden. Ja, was jetzt, ne? Ich kann diese Tür nicht öffnen. What? Ich weiß nicht, ob es permanent jetzt unter Wasser ist. Das ist so bescheuert, muss ich sagen. Was soll ich jetzt machen? Ich wollte unten die Tür ausprobieren. Kann ich jetzt nicht, weil Wasser. Hat sich Spiel gedacht, nö. Ist das ein Phänomen oder ist das jetzt permanent unter Wasser? Ja, okay, das ist schon sehr nervig. Wenn solche komischen Sachen passieren und du deswegen nicht vorankommen darfst, das ist super nervig. Das ist so richtig kacke, finde ich. Ja, hier ist auch nichts. Das ist so richtig shitty, ey. Das ist gar nicht gut. Können wir jetzt vielleicht dahinter? Ich glaube nicht, dass es gut ist, dahin zu gehen. Nee. Ich muss gehen. Na. Ich hab Angst, die wird uns doch jetzt killen oder sowas. No. Sie wurde von der Dunkelheit verschluckt, wenn wir da hingehen. Ich hab Angst. Nee. Wir können ihr jetzt nicht helfen, glaube ich. No. No, ich gehe wieder. Wow. Und vor allem, wir haben überhaupt nicht ihre Augen gesehen. Ha. Vergiss es, mach ich nicht. Mach ich nicht, das ist echt... Also jetzt ist es sehr gefährlich.
Könnte gut sein, dass wir hier scheitern und dass wir die Episode neu starten müssen. Das will ich auf keinen Fall. Wir müssen extrem vorsichtig jetzt sein. Laufen wir jetzt in Wasser. Kriegen wir die Tür da unten nicht mehr auf. Ja, jetzt ist Wasser weg. Gott sei Dank. Wirklich. Hier ist ganz, ganz schlimme Atmosphäre. Da hinten ist sie gestorben. Und ich höre wieder solche Geräusche. Da ist nichts. Hoffentlich geht der Schlüssel. Nein. Und schon wieder bin ich überfragt, Leute. Ich kann nichts machen. Okay. Also hier gibt's nichts. Da können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Wir brauchen eine Kurbel, keine Ahnung, wo die ist. Weiß ich nicht. Finde ich wirklich mies, ne? Hä, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Hä? Wir hatten doch einen Schraubenschlüssel hier. Wir haben ihn nicht mehr hier drin. Hallo? Mir kommt gerade mit dem Schraubenschlüssel, könnten wir doch vielleicht diese blödes Fenster öffnen. Wo ist dieser Schraubenschlüssel? Ey, wenn wir das alles neu starten müssen wegen Scheiße, flippe ich mal wirklich aus. Wir haben den Schraubenschlüssel nicht, obwohl wir ihn gefunden haben. Dein Ernst? Der ist weg. Der ist weg. Ja, okay. Ey, das ist so ein Witz. Ich bin so pissed. Das ist so eine lächerliche Scheiße, dieses Scheiß-Game halt. Ich muss sagen, so langsam bin ich schon ziemlich genervt. Wie lange man sich hier umschauen muss. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Das ist einfach nur verlorene Zeit, meiner Meinung nach. Ich komme nicht weiter. Warum war der noch hier? Warum war der noch hier? Moment, mit dem könnten wir doch das Fenster... Warum war der noch hier? Mit dem könnten wir das Fenster öffnen. Ich bin echt stinksauer jetzt. Das ist eine völlige Verarsche. Warum hing der noch dran? Ich habe gar nicht geguckt, als wir da das letzte Mal das Ding aufgemacht haben. Natürlich nicht, weil er sonst immer die Items hier auch zurücknimmt. Boah, ich bin wirklich stinksauer jetzt. Jetzt haben wir... Leute, ich weiß gar nicht, wie lange. Ja, 20 Minuten fast. Habe ich jetzt nur rumgeguckt. Nur wegen so einem Schwachsinn. Boah, ich bin echt sauer auf das Spiel. Das ist ja... Ey, das ist verschwendete Lebenszeit. Ey, ich lach, aber ich bin echt stinksauer. Ey, das ist richtig mies. Das ist nicht gut gemacht. Ich wollte schon hier fast aufgeben. Gott sei Dank haben wir das Ding gefunden. Ich bin wirklich pissed, Leute. Das ist ein Witz, dass er das Ding nicht wieder eingesteckt hat. Und ich bin mir sicher, das Ding kann man genau benutzen, um den Hebel zu imitieren. What? The door! I can't let it open! Hallo? I can't open it! Ja, und jetzt? Ja, was jetzt? Weißt du, was es... Also dieses Spiel, ne? Es regt mich jetzt richtig auf. Das gibt's nicht. Wir haben nur noch ihn. Ja, okay, vielleicht schaffen wir es auch nicht. Aber vielleicht höre ich dann auch auf, weil das regt mich richtig auf. Das ist richtig schlecht. Wir müssen das jetzt so machen. Wir müssen ihn nehmen. Und wenn wir jetzt nochmal scheitern, was gut passieren kann, weil
keine Ahnung, was jetzt los sein wird. Es wird ja immer nur schlimmer. Dann war's das. Dann können wir die Episode neu starten. Und du hast wirklich deine Lebenszeit einfach nur verschwendet. Ich bin wirklich pisst, Leute. Ich bin wirklich sauer. Das ist so eine Scheiße. Ich meine, da beenden wir dann das Playthrough, wenn es halt so ist. Das ist mir dann auch egal. Das war jetzt wieder mal volle Verarsche. Der Spiegel war Verarsche, keine Chance. Keine Chance, einfach nur. Gut, bei der einen Tür habe ich einen Fehler gemacht. Habe ich gemacht, ja. Waren zu viele Nebengeräusche, ich hätte warten müssen, bis ich es ordentlich höre. Das kam auch verzögert erst, ne? Das ist ein Witz. Das ist ein wirklicher Witz. Es ist wirklich super lächerlich. Das ist unsere letzte Chance, Leute. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Ich finde es so, so schwachsinnig. Ist jetzt eigentlich die Erika noch da hinten? Glaube ich nicht. Das war nur ein Encounter. Ja, ja, ja. Da ist niemand mehr. Ich traue dem nicht. Und die Zeit ist schon wieder fast rum, ne? Also, die Episode 2 ist so richtig scheiße, Mann. Oh Mann, Alter. Ach, worauf soll ich denn jetzt noch warten? Ich beeil mich jetzt. Ich gehe jetzt hier durch wie ein Wilder. So. Tatsächlich. Ja, weißt du, aber das ist ein Witz. Ich bin so pissed, ne? So, warum wollten wir jetzt unbedingt die ganze Zeit hier rein, wenn hier nichts Gescheites drin ist? Was ist das? Eine Taschenlampe. Moment. Wir haben eine Schwarzlampe. Warum? Wer soll das wissen? Keine Ahnung. Anscheinend sehr wichtig. Anscheinend sehr wichtig. Walter Sullivan. Sicherheitsdienst, so, so. Dafür sind wir hier reingekommen. Mhm, wow, mhm, ja, alles klar. Woher weiß der Charakter, dass wir das brauchen? Was sollen wir mit dieser Lampe machen? Tja, ich habe halt keine Ahnung. Aber wir könnten in Färbers Wohnung nochmal reingehen. Weil da gab es ja das Schwarzlicht. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir nochmal dahin. Ich meine, wir haben jetzt schon etliche Fehler gefunden in dem Spiel. Hm, wo war das? Im Esszimmer? Könnte sein, oder? Ich gucke mich um. Ich probiere auch die Lampe aus. Hä? Hier ist in die falsche Richtung. Ja, ich bin in die falsche Richtung. Da hinten ist zugesperrt. Können wir eigentlich das Ding benutzen? Frage ich mich. Nee, es geht gar nicht. Mr. Farber, is that you there? Er spricht ihn auch an sogar. Ja, okay. Ich wollte eigentlich die andere Richtung. Ah, jetzt fängt das mit den Türen wieder an. Komisch, ne? Wir haben die erste Episode komplett unbeschadet überstanden. Was ist das? Jetzt stehen wir hier so knapp davor. Also. Naja, klar. Hab's nur falsch gesehen. Können wir es hier benutzen? Denk nach, Daniel, denk nach. Was soll das bringen? Ist hier noch irgendwas drin? Da ist noch was, ich Idiot. Was ist denn das? Hier nach?
Soll das für Tiernahrung sein? Für Schlangen oder was? Das ist ja eklig. Wozu soll denn das gut sein? Das haben wir vorhin übersehen. Ist egal, das kennen wir alles. Kennen wir auch. Ja, hier ist nichts mehr. Aber wir haben noch was gefunden. Keine Ahnung, wofür das gebraucht wird. Tiernahrung. Einsehen. Betrachten. Insektenfressenden Haustier. Wozu können wir denn das gebrauchen? Ist ja völlig verrückt, oder? Das ist verrückt. Also wir haben was gefunden, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir das benutzen können. Tja, wohin jetzt? Ne? Ich bin jetzt schon wieder völlig ahnungslos. Wir haben keine Schlüssel mehr. Wir können hier nichts machen. Wir waren im Schuppen, haben... Wohin denn dann jetzt? Wohin? Wohin? Der Raum ist zu. Wir brauchen noch irgendeinen Schlüssel. Keine Ahnung, wo wir noch einen Schlüssel herbekommen sollen. Wir brauchen aber einen Schlüssel. Dringendst. Ich hatte ja gehofft, dass wir im Schuppen was finden. Ich schaue jetzt nochmal, aber dann müssen wir die Folge langsam beenden. Gibt das hier irgendeinen Hinweis von hier oben? Nee. Weil hier eben die Figur runtergefallen ist, aber nee. Nee, ich weiß nicht. Wir brauchen einen Schlüssel irgendwo, aber wo ich den jetzt herkriege? Keine Ahnung. Ich schaue noch schnell in den Schuppen. Ich glaube, dann beenden wir das hier. Vielleicht habe ich einen Schlüssel übersehen. Ich hoffe es wirklich. Hä, warum ist die Nummer wichtig? 09534, warum? Ja, also irgendwie... Da ist nichts. Okay, wir müssen das so beenden. Ich bin sehr frustriert, wirklich. Wie das heute gelaufen ist. Schluss jetzt da. Ich weiß nicht, ob ich das hier noch zu Ende bringe. Wenn das so weitergeht mit den Bugs, breche ich vielleicht auch das Let's Play ab. Dann ist ja das Urteil vernichtend. Weil das hat mich heute richtig frustriert. So eine Scheiße ist mir noch nie passiert. Na gut, Leute. Lasst euch nicht davon runterziehen. Scheiß drauf. Mich kotzt es an. Mal sehen, wie es nächstes Mal weitergeht. Fuck the shit. Habt eine gute Zeit.